trifft neu. Der Hauptbahnhof Salzburg ist ein Paradebeispiel, wie moderne Architektur und ein historisches Bauwerk zu einem innovativen Gesamtkonzept verschmelzen. Bei der Eröffnung des neuen Areals gibt's deshalb jede Menge zu feiern, denn nach einer Gesamtbauzeit von über 6 Jahren darf erstmals der neue Bahnhof bestaunt werden und das Ergebnis scheint zu gefallen. Gut! Sehr hell, freundlich und übersichtlich. Für Salzburg allgemein den schönsten Bahnhof von Österreich jetzt. Die Geschäfte sind herunter, was man natürlich als Bahnreisender natürlich braucht. Also ich bin sehr zufrieden. Trotzdem klassisch, aber auch sehr modern. Auch die Kombination zwischen eben diesen alten Konstruktionen und dann die neue Technik gefällt mir sehr gut. Am neuen Hauptbahnhof halten täglich 450 Züge. Über 25.000 Bahnkunden passieren das Areal. Salzburg ist damit die westlichste Drehscheibe Österreichs. Der Taktknoten Salzburg erlaubt sehr schnelles Umsteigen, bedeutet, dass wir wesentlich neue Verbindungen haben. Wir werden den Railjet in den Westen hier weiter ausbauen und vor allem dann ein Jahr später wird es hier auch eine sehr effiziente Verbindung zum Wiener Flughafen geben. Die 100 Jahre alte Jugendstilhalle wurde gänzlich renoviert, der Stahlbau in Einzelteile zerlegt und in Kleinstarbeit wieder neu errichtet. 250 Millionen Euro wurden für den Umbau investiert. Der historische Grenzbahnhof ist zum Durchgangsbahnhof geworden und gewinnt damit regional als auch international an Bedeutung. Der neue Hauptbahnhof ist Salzburgs Visitenkarte. Salzburg ist ein Ort in Österreich, der in der Welt bekannt ist, wo viele Gäste zu uns kommen und wir haben eine neue Attraktion für diese Gäste in Salzburg. Doch auch die Salzburger kommen nicht zu kurz. Neben effizienten Langstreckenverbindungen bietet der Bahnhof ein ausgereiftes regionales Verkehrsnetz. Die Umstiegswege zum O-Bus und zu den Regionalbussen sind sehr kurz. Das Ganze ist sehr kundenfreundlich und sollte man eine kurze Wartezeit haben, wir haben einige Geschäfte hier, die auch ermöglichen, kurze Besorgungen zu machen. Das heißt, es ist eine Komfortzone. Die Eröffnungsfeier bietet zahlreiche Attraktionen. Unter anderem darf beim Flashmob das Tanzbein geschwungen werden. Großen Andrang gibt es bei Marcel Hirscher. Der Skistar kann sich noch gut an den alten Bahnhof erinnern. Ziemlich eine finstere Eingangshalle. Und das ist so, was ich in meinem Kopf beibehalten habe. Und jetzt ist es ja, ganz was anderes, definitiv. Der Hauptbahnhof Salzburg ist nicht nur eine Hochleistungsdrehscheibe für den Bahnverkehr, sondern auch ein architektonisches Meisterkonzept, bei dem Klassik auf Moderne trifft. Also Augen auf und genießen!